Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute machen wir einen Kombinationsblog. Spaltsieb plus, 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 plus und Wasserwerte. Mir hat Karl-Heinz gerade noch erzählt. Der Grund, warum er sich den Spaltsieb hier selber gebaut hat, ist ein ganz einfacher. Ihm haben Leute erzählt, die auch einen Spaltsieb hatten, dass das Problem ist, die Spaltsieb sind ja in der Regel nur so 60 cm hoch. Und wenn man dann entsprechend viel Wasser drüber laufen hat, dann gibt es unten, kommt zu viel Sauerstoff ins Wasser, vielmehr nicht zu viel Sauerstoff ins Wasser, es kommt zu viel Luft ins Wasser, die verwirbelt unten und dann saugt die Pumpe permanent Luft an und arbeitet dann nicht richtig und drückt die Luft dann im Beatfilter, was alles nicht gut ist. Dann hat Karl-Heinz gesagt, dann baue ich mir das Ding selber. Und zu den 60 cm, und Sie sehen das jetzt hier unten, ich zeige es Ihnen auch gleich, dieses blaue Ding geht ja bis ganz zum Boden, hat er nochmal 40 cm den ganzen Kasten höher gemacht, sodass er unten im Prinzip eine Beruhigungszone hat. Und in der Beruhigungszone kann dann unten die Pumpe ansaugen und ob es da oben sprudelt, macht und tut, spielt keine Rolle. Damit hat er die Luftproblematik, die Luftansaugproblematik hat er dadurch eliminiert. Das Gleiche könnte man theoretisch machen, wenn Sie jetzt sagen, oh, das ist ja clever, warum habe ich nicht sowas und warum werden die nicht so hoch gebaut? Das Gleiche hätte man, wenn man jetzt einen flachen Filter nehmen würde und das Wasser vom Spaltsieb als erstes nochmal in einen anderen Behälter, der dann ganz bis zum Boden reicht und dann die Pumpe im Prinzip aus dem Behälter ansaugen lassen würde. Weil Pumpen, die Luft ansaugen, da muss ich wirklich sagen, dann könnten wir theoretisch in den Gasdruckbereich kommen, in eine Gasübersättigung kommen, die für die Koi tatsächlich schädlich werden kann, weil beim Druckübergang vom Unterdruck zum Überdruck am Pumpenlaufrad und wenn die Luftblasen dann zu fein zerschlagen werden, das kann dann wirklich zu einer Übersättigung von, was weiß ich, 120-130% führen und das kann den Koi dann auch kurzfristig, mittelfristig richtig Schaden zufügen. Wasserwerte, schalten wir das Gerät ein, absolut perfekt, Sauerstoff 11,3 Milligramm, die Temperatur, so wie Karl-Heinz gesagt hat, 9,8 Grad. Also lassen wir die 10 Grad gelten. Jetzt gehen wir mal weg von der Einströmung. Dann haben wir einen pH-Wert von 8,0. Wie ist die Carbonathärte hier? Wissen Sie es nicht? Also eine hohe Carbonathärte spielt auch keine Rolle. Jetzt ist es 8 und da kann man sogar jetzt schon darauf schließen, wenn man bei kaltem Wasser und einer relativ starken Belüftung und gleichzeitig wenig Futter. Wenn man da schon einen pH-Wert von 8 hat, dann wird er im Frühjahr wahrscheinlich irgendwo oder im Sommer irgendwo bei 7,5 sein. Ich habe Karl-Heinz gefragt, und wie oft misst du? Und dann sagt er nicht so oft. Ich folge da frei dem Motto, wer viel misst, misst, misst. Ich gucke meine Fische an. Er macht verhältnismäßig viel Wasserwechsel. Das kann man vielleicht auch noch zu dem Block, wo wir einen halben Filterblock draus gemacht haben. Das ist übrigens ein großer Vorteil auch von solchen Systemen, wo man mit Beatfiltern arbeitet, weil man zweimal in der Woche halt große Mengen Wasser raushaut. Und die müssen natürlich auch wieder aufgefüllt werden. Manchmal lässt er auch Wasser nochmal so zulaufen. Oder die Goldfische, die leben im Abwasserstrom der Koi. Manchmal lässt er von hier, pumpt er Wasser zu den Goldfischen nach unten und dann wird hier wieder aufgefüllt. Und der Wasserwechsel, das wissen Sie, da bin ich der allergrößte Fan davon. Und nicht nur ich, auch Ihre Koi und auch Karl-Heinz seine Koi. Wasserwechsel ist das Nonplusultra. Und ich habe es irgendwann mal in einem Blog gesagt, man kann auch komplett ohne Messen, kann man das Koi-Hobby selbstverständlich auch machen. Machen Sie unglaublich viel Wasserwechsel, setzen Sie Ihr System auf. Einmal pro Stunde pumpen wir den Teich über den Filter. Und das ist auch das, was hier Karl-Heinz ungefähr macht. Also gehe ich schon mal davon aus, dass er den einmal austauscht. Er nickt gerade. Und dann machen Sie Ihre Wasserwechsel, machen Ihren Filter entsprechend groß. Der Filter ist eingelaufen, machen eine relativ konstante Futtermenge jeden Tag. Also jetzt in den Sommermonaten fahren Sie im Herbst langsam runter, im Frühjahr langsam hoch. Dann geht das schon ohne Messen. Und ich bin mir sogar sicher, dass der allergrößte Teil von Ihnen entweder gar nicht misst oder nur wirklich sporadisch. Und ich gebe Karl-Heinz natürlich auch dahingehend recht, wer viel misst, misst, misst. Und das ist, was ich immer sage, bevor Sie das Messgerät in die Hand nehmen, bevor Sie Ihre Tropfen anrühren oder Ihre Reagenzien in Ihre Wasserprobe eintröpfeln, plausibilisieren Sie, machen Sie sich im Vorfeld erstmal Gedanken, wie sollte der Wert eigentlich sein. Und wenn dann der vermutete Wert mit dem gemessenen Wert übereinstimmt, dann können Sie sicher sein oder relativ sicher sein, dass das auch stimmt. Also, weder Karl-Heinz noch seine Koi müssen sich irgendwelche Sorgen machen. Der Teich steht wunderbar da und ja, alles bestens. Ein Dankeschön an Karl-Heinz, dass wir hier am Blocken dürfen im Winter. Auch die Winterblocks sind sehr interessant. Ich werde heute noch zwei weitere Teiche besuchen, die sind ganz hier in der Nachbarschaft. Machen Sie es gut, schauen Sie mal wieder rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.